Hallo. Hallo. Ist das eine Eigenkonstruktion? Ja. 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 Und damit schiebst du durch die Stadt dann? Richtig. Ja. Ich wollte früher mal wie Peter Lustig in Bauwagen leben. Ja. Das habe ich jetzt nicht, aber jetzt habe ich diesen Wagen hier. Ja. Und mit dem zieht Florian Fries sein Piano durch Berlin, um wie hier am Wittenbergplatz Straßenlärm und Städterstress zu trotzen. Mal habe ich einen guten Tag, mal nicht so einen guten Tag, aber man kriegt sehr viel positives Feedback von Menschen. Das ist doch was Tolles eigentlich. Ja. Hast du das Gefühl, du gibst damit hier auch was in die Stadt, was ihr irgendwie fehlt? Ich finde ja nun, Berlin hat schöne Ecken, hässliche Ecken, aber es ist natürlich auch viel Verkehr und viel Stress. Und vielleicht nehme ich der Welt ein bisschen von dem Stress weg, dass ich sozusagen sage oder mich hinstelle und einfach mal etwas anderes mache, was so eine Ruhe ausstrahlt oder eine Begeisterung oder so. Das heißt, vielleicht kriege ich auch die Leute manchmal ein bisschen weg von ihrem Handy. Ja. So, das, wenn ich das schon erreiche, dass jemand mal sein Handy, die rennen ja nicht gegens Klavier, ja? Nee. Die sehen das schon. Das, aber habe ich manchmal Angst. Ne? Musik ist halt, finde ich, eine Sprache, die wird auch überall verstanden. Und das ist was Schönes. Ich muss jetzt den Leuten keine Versicherung verkaufen oder so. Oder keine Ahnung, ja. Was man alles Schlimmes, oder was Schlimmes, aber was man alles machen kann. Das ist nicht mein Ding. Und so bin ich irgendwie. Bin ich so, wie ich bin, und das will ich auch nicht ändern. Und was bringt ein guter Tag, darf man das fragen? Ich sag mir immer, wenn ich jetzt zu Hause sitze und übe, irgendwie, was ja auch mal sein muss, dann kommt ja keiner vorbei und gibt mir da was für. Insofern, man kann nur gewinnen dabei. Aber so Tage wie heute sind natürlich auch schön, wenn Leute einfach, es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt, es regnet nicht. Also es hängt doch sehr vom Wetter ab, nicht nur davon, ob ich gut spiele. Das darf man sich nichts vormachen. Und ich meine, in Berlin sind natürlich viele Touristen. Und was ich auch festgestellt habe, dass ganz viele Leute machen natürlich Fotos. Ne? Ja. Die nehmen dann was auf, die gucken gar nicht richtig. Ich finde es manchmal schade, dass dadurch so ein bisschen so die direkte Wahrnehmung irgendwie verloren geht. Ne? Dass man alles direkt festhält. Das sind so wie Leute, die im Urlaub überall vorbeirennen, nirgendwo stehen bleiben, weil sie dann alles auf Handyfotos sich zu Hause angucken. Ne? Nach Hause geht's jetzt erst fürs Klavier ins Lagerhaus und dann für Florian zu Frau und Kind und Hund. Also das Schöne ist, in 5 Minuten ist man abfahrbereit. Ne? Ich komme mir vor wie so ein Wanderzirkus manchmal. So. Und dann geht's auch schon los. Aber fährt sich an sich ganz gut. Ja, fährt sich super, ja. Auf Wanderschaft Klavier spielen, quer über die Weltmeere, das ist in so manchen Wochen des Jahres Florian Fries' Passion als Pianist auf Kreuzfahrtschiffen. Man sitzt am Klavier, man bringt die Menschen auch in eine Stimmung rein. Dann kommen die ungefragt, erzählen die dir, was da mit ihrem Mann passiert ist, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern haben, weil sie Angst haben, sie verprassen das Erbe. Also diese Geschichten, die du ja sonst nie erfragen würdest, ja, als jemand, der auf dem Schiff arbeitet. Ja. Und das ist manchmal schon auch über dann so eine längere Kreuzfahrt, lernt man sich dann zwangsläufig richtig kennen. Ne? Ja. Und das ist die einzige Zelle, sage ich mal, wo das Klavier reinpasst, weil man hier um die Ecke fahren kann. Ist ja dann doch auch ein bisschen wie auf einem Schiff hier, oder? Ja. Kacke, jetzt habe ich das. Ich habe jetzt das Geld vergessen im Klavier. Ach so. Aber morgen bin ich wieder unterwegs. Ja. Das ist die Überraschung umso größer, was ich verdient habe.